dahinter steckst, hätte ich mir denken können. Wenn du in der nächsten Zeit das Fass noch einmal so zum Überlaufen bringst, dann gehst du schnurstracks ins Internat, weg von dem Saububen Eugen. Bis die sich beruhigt haben, müssen wir mindestens 100 Jahre hier unten bleiben. Nein, müssen wir nicht. Wenn wir den Schatz finden, müssen wir überhaupt nie mehr nach Hause. Wo wollt ihr denn hin? Es geht dich nichts an. Wenn ihr es mir nicht sagt, sage ich dem Papi, dass ihr hier unten seid. Schon befanden wir uns im Schweinsgalopp unterwegs zu unserem Helden Fritzli Bühler, dem König der Lausbuben. Der Fritzli Bühler hat nur Honig und Heuschrecken gegessen. Lebendig. Das ist immer noch besser, als ein Mädchen zu küssen. Aber dann nur noch der Ärger, wenn das Kugellager herausspringt. Es gibt 16 von denen. Wenn nur eins fehlt, kann der Wrigley nach Zürich laufen. 10 habe ich gefunden, also müssen noch 7 irgendwo sein. Habe ich was Falsches gesagt? Und was ist, wenn euer Fritzli Bühler gar nicht in Zürich wohnt? Der Fritzli Bühler wohnt in Zürich. Darum frage ich euch, von Lausbub zu Lausbub, von Schlingel zu Schlingel, wer von euch will zurück zu den Eltern, solange es auf dieser Welt ein Fritzli Bühler und ein Schatz im Titicacasee gibt? Auf nach Zürich! Also los! Diebe! Diebe! Verdammte Diebe! Geh mal zur Seite. Auf! Ihr sofort diese Rüstung wieder hin! Verdammte Verzug! Sprechen, unverschämten Bengel hier! Hoppla, wer ist denn da? Ihr seid wirklich nicht die Hälften. Echte Freunde halten zusammen. Ich, der Bestelli, der Eduard und der Wrigley sollten schon sehr bald zu den bekanntesten Lausbuben des ganzen Landes werden. Lieber Gummi, wir haben den Pfosten ein wenig angesehen. Genau den. Den auch. Oh, verdammte Scheiße.